Servus miteinander. Der Weidler meldet sich heute zu Wort zu einem ganz bestimmten Thema, das wo momentan sehr gehypt wird auf YouTube. Und ich möchte einfach meine Meinung dazu abgeben und ein bisschen erklären, was ich von dem Ganzen halte. Es geht um das Projekt von Fritz Meinecke und zwar Seven vs. Wild. Es ist mehr so ein Survival-Projekt, kann man gleich mal vorweg sagen. Und da Survival ein Kernthema ist von meinem Kanal, nicht nur Bushcraft oder Outdoor, sondern auch Survival, spricht mich das Ganze natürlich sehr an. Und ich verfolge das ein bisschen mit. Ich bin jetzt ein YouTuber, der eigentlich sehr wenig mitverfolgt von YouTube, aber dieses Thema kann man momentan nicht übersehen. Und von dem her möchte ich da einfach auch ein bisschen was dazu erzählen, meine persönliche Meinung und was ich für Ausrüstung mitnehmen würde, weil in Zukunft, sprich 2022, also nächstes Jahr, steht bei mir ein sehr ähnliches Projekt an, ein sehr, sehr großes Projekt, wie es ausschaut. Und das wird eine riesen Herausforderung und da ist es immer sehr wichtig, dass man sich einfach mit dieser Materie überall ein bisschen seine Fühler ausbreitet und sich da ein bisschen Gedanken macht darüber, ein bisschen mitlauscht, was andere machen. So ist der Lerneffekt für mich sehr groß. Natürlich ist Learning by Doing draußen das Wichtigste für mich. Also ich bin sehr viel in die Wälder unterwegs, ich bin immer alleine unterwegs, aber natürlich nicht mit geringer Ausrüstung, sprich 7 Stück in dem Fall, oder wie es bei mir mal sagen wird, mit 10 Stück. Es ist sehr, sehr interessant und sehr individuell, das ganze Thema, und das werden wir heute ein bisschen hier kurz besprechen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr spontan halt losgezogen bei leichtem Regen. Für mich ist das ein kleiner Spaziergang draußen, das ist perfekt und kann hierzu auch ein bisschen was dazu preisgeben über das Ganze. Ja, jetzt schaut so aus, dem Fritz Meinecke, den Fritz kenne ich persönlich an der Stelle, servus. Wir waren schon mal gemeinsam auf Tour und werden wir das auch irgendwann in Zukunft wiederholen, das Ganze. Und ja, er hat ein Projekt ins Leben gerufen, das Seven vs. Wild, wo ich persönlich sagen muss, das ist absolut lächerlich, das Ganze. Das ist einfach 7 Tage mit 7 Ausrüstungsgegenständen draußen alleine in Schweden in der Natur, sollte eigentlich kein Problem darstellen. So schaut es zumindest aus. Es ist, man kann sagen, ein Sommernachtstraum oder ein Sommermärchen. Oder es ist ein, wie es betitelt wird, eine Fahrt nach Disneyland. Es werden jemanden Federn in den Arsch blasen. Also es ist keine Herausforderung. Es ist einfach keine Herausforderung. Ein Kollege von YouTube hat es gesagt, und zwar unser Fremdenlegionär, der Thomas Gast. Survival muss man nackt machen, Survival muss das Blut von den Schuhen rausquillen. So schaut es aus, Fritz. Also das, was ihr vorhabt, ist absolut lächerlich. So oder so ähnlich sind die Kommentare, wo ich drunter lese unter dem ganzen Projekt. Das ist natürlich nicht meine objektive Meinung zu dem Thema. Meine persönliche Meinung ist, und Fritz, das war jetzt nur ein Scherz, das Ganze, also meine Meinung ist, ich habe einen Heidenrespekt vor dem Ganzen, was ihr da im Hintergrund aufzieht. Das ist ein Riesenprojekt, sei es finanziell oder auch von der Planung, von der Organisation. Es ist riesig, ich stecke in einem ähnlichen Projekt momentan, das wo circa ein gutes Jahr Vorbereitung und länger dauert. Dieses Projekt Seven vs. Wild hat natürlich mein Interesse geweckt, kann man ganz klar sagen, weil, wie gesagt, es ist ein Kernthema von meinem Kanal. Und ich muss jetzt echt sagen, diese Profis unter uns, die sich in die Kommentare verfassen, ist natürlich nicht schlecht, wenn die selber mal ein Video machen würden, weil dann kann man so Anfänger wie mir auch ein bisschen was lernen von denen. Es gibt ja in der Kommentarfunktion, wenn ich so durchlese, so viele theoretische Profis, das ist echt Wahnsinn. Also bei denen funktioniert es immer in der Theorie. Und praktisch weiß ich nicht, keine Ahnung. Was schön, wenn die mir ein Video anfertigen würden und dann sowas auch würdigen, was da der Fritz aufzeigt, weil das sehr, 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 sehr viel Arbeit ist und Aufwand, der damit verbunden ist. Und ich finde das an dieser Stelle Hut ab an die Fritz und an dein ganzes Team, die wo das aufzeigt. Ja, dann noch ganz kurz ein paar Worte zum Thema Survival allgemein. Also Survival allgemein, ich beschäftige mich auch ein bisschen damit und habe auch schon Menschen kennengelernt, die sehr, sehr
gute Erfahrungen haben. Ich war vor Corona letztes Jahr 2020 im Februar das letzte Mal in Amerika. Bin durch ganz quer durch Amerika fast gereist und bin in die Sümpfe, in der Swamp von Florida gelandet mit jemandem, der auch in dieser Region die Ranger-Ausbildung und sowas sich eine Sache macht, im Dschungelkampf bzw. im, ja, im Sumpfgebieten. Und da kann ich echt sagen, das Survival ist brutal hart. Deswegen bin ich ja meistens unterwegs im Bereich Bushcraft, weil das ist einfach ein bisschen so ein verschönerter Campingurlaub. Und Survival hat nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun, Abenteuer. Es ist Abenteuerurlaub in Anführungsstriche, aber es ist ziemlich heftig. Also wie gesagt, ich habe da mal ein kleines Video gedreht und das könnt ihr euch mal anschauen. In die Sümpfe von Florida. War ganz leicht angekratzt und so. Und da merkt man einfach, was man eigentlich nicht weiß. Also, das gerade wenn man in einem fremden Land ist und so, wo es da auf einen zukommen kann. Das ist wirklich brutal. Da kommen Sachen an die, wo man überhaupt nicht denkt. Sei es nur Schlangen, Spinnen und so weiter und so fort. Es ist richtig heftig. Ja, jetzt möchte ich einfach einmal, wo sehr viele andere YouTuber abgemacht haben, die Frage beantworten, was für 7 Ausrüstungsgegenstände ich persönlich mitnehmen würde. Ich habe das Ganze jetzt nicht so extrem mitverfolgt, aber ich gehe davon aus, dass man Rucksack und Kleidung mitnehmen kann. Das zählt nicht als Ausrüstungsgegenstände, weil sonst war es ja sofort vorbei. Also gehe jetzt einmal davon aus, dass Ausrüstungsgegenstände wie Wasserflasche, Feuerstahl, Messer, Werkzeug, Tab und so, das als Ausrüstungsgegenstände zählt. Da ist auch so, ich muss echt sagen, Fritz, es ist gewagt mit 7 Ausrüstungsgegenständen. Viele Kommentare lochern ja, 7 ist ja Campingurlaub. Ich persönlich finde aus der Praxis orientiert halt heraus, haben 7 Gegenstände extrem schwierig rauszufiltern. Also ich bin bei mir in meinen Gearbunker halt gegangen und habe das innerhalb 2 Minuten zusammengeschmissen. Beim Herfahren habe ich gedacht, okay, das wäre besser, das wäre besser, das hätte ich lieber da lassen sollen. Schwieriges Thema. Also 10 Ausrüstungsgegenstände wäre super gewesen, 7 ist verdammt schwierig, habe ich festgestellt. Gerade für so eine Klimaregion in Schweden, glaube ich, findet ja das statt im Herbst. Da hat man natürlich jetzt den riesen Vorteil im Herbst da droben, es gibt Preiselbeeren, es gibt Blaubeeren, es gibt Pilze, wer sich mit Pilzen auskennt, ich kenne die gängigsten Pilze eigentlich alle und kann die gut bewerten und verspeisen. Aber dann ist es so, ja, im Schweden, Spätherbst und so, kann ziemlich heftig werden. Ich war einmal in Norwegen unterwegs und das im Juli und bin dann überrascht worden, das habe ich schon mal verzeiht, mir hat es eingeschneit in mein Zelt. Ich habe gar nicht gewusst, was los ist. Ich bin aufgekommen, mein ganzes Zelt war zusammentrockt und habe dann 2 Tage in diesem Zelt verbringen müssen, weil ich nicht rauskomme. Ich habe einen Sommerschlafsack dabei gehabt, ich habe mein Surfenbag dabei gehabt, Gott sei Dank. Das ist so eine Rettungsdecke quasi. Und nach 2 Tagen ist es richtig unangenehm geworden da drin, weil alles nass war und klamm und eiskalt und ich wollte mich eigentlich nur noch bewegen und draußen war ein Schneesturm. Also das ist alles nicht so zum Unterschätzen. Und es war eine wahnsinnige Erfahrung, wie die Natur sackern. Also vielleicht stellen Sie das immer so vor, wenn man die Kommentare liest, das ist alles so lächerlich und so einfach. Nein, es ist nicht. Es können 7 Tage die Hölle werden, das verspreche ich euch. Also war schon öfter mal 2, 3 Tage noch draußen und da ist dann auch so, wenn die Witterung nicht stimmt und es tut dir irgendwas weh oder du hast irgendwas oder es sind die Nerven, die Mücken heraus und dann wird es richtig ekelhaft. Also dann wird es richtig ekelhaft und da bin ich überzeugt, dass 90% von denen, die sich in die Kommentare schreiben, alle abbrechen nach 2 Tagen. Das ist meine persönliche Meinung, kann mich natürlich auch täuschen. Man soll niemanden unterschätzen, gerade in Extremsituationen baut der Mensch Fähigkeiten auf, die kommen jetzt nicht einfach so hoch bei jedem. Sagen wir so, sie kommen bei jedem hoch, aber einer kann es verwerten, kann damit was anfangen und der andere kann eben nichts damit anfangen. Und man kann nur was damit anfangen, wenn man sich in Situationen durchspielt. Und deswegen ist dieses Seven versus Wild, finde ich sehr, sehr gut. A, zur Belustigung noch ganz klar, es ist Entertainment, man kann sich das anschauen, finde ich sehr geil, aber man muss den tiefgreifenden Hintergrund da erfahren und verstehen und daraus lernen, das ist sehr wichtig. Aber jetzt haben wir gelabert nur. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was ich persönlich mitnehmen würde. Wie gesagt, es ist eine sehr schwierige Auswahl, wo ich innerhalb ein paar Minuten getroffen habe.
ich bin so programmiert und so trainiert, dass ich innerhalb ein paar Minuten meine Ausrüstung zusammenschmeiße. Das geht alles irgendwie schon so automatisiert bei mir. Da ist jetzt das Problem, Schweden kann jetzt ich schlecht einschätzen. Ich war noch nie in Schweden, weiß ich nicht. Aber wir haben uns sehr beschäftigt mit diesem Land, schon ein bisschen über die Landschaft zu lesen und das Klima und so. Von dem her weiß ich ein bisschen was. Aber ich kann diese Ausrüstung erst ganz kurz davor wirklich 100% zusammenstellen, weil es kann sein, dass einfach extrem warm ist noch oder es kann ja schon fast Winter sein. Da muss man schauen, wie man sie ja, vorbereitet. Auch weiß ich jetzt nicht, wie das ist, ob jetzt da Flüsse oder Bäche oder Seen in der Nähe sind, dass man sich auf Angeln spezialisiert, weil jetzt dieses Thema, was ich persönlich auch momentan mich vorbereite auf nächstes Jahr, ist mit der Jagd. Klar, wenn ich jetzt der Winchester dabei habe oder irgendein Jagdgewehr, dann kann ich mal was schießen, soweit ich es verwerten kann, ganz klar. Aber das würde jetzt nicht der Fall sein und das würde ich als Ultimo Ratio immer wählen. Auch wenn ich in Amerika unterwegs bin, habe ich auch Schusswaffen dabei. Aber da wird wirklich ganz wenig gejagt bis gar nicht, weil man kann sich jetzt auch auf Fisch spezialisieren. Da muss ich jetzt nicht unbedingt den Elch schießen oder so. Das ist alles ein Blödsinn, das muss ich nicht machen. Das hat nur eine Extremsituation. Wenn man mal 14 Tage irgendwo in Sibirien unterwegs ist oder Alaska, sagen wir so, irgendwo einen Hasen schießen oder was, okay, kann man mal machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Wirklich Tiere töten, nur Ultimo Ratio. Und deswegen fällt das bei mir schon mal komplett flach mit der Jagd, dass ich da mit dem Bogen rausgehe. Das stellen sie auch so völlig so schön vor, wenn ich mir das immer so durchlese, dann nehme ich einen Bogen mit. Also ich bin ein relativ schlechter Bogenschütze, sage ich gleich vorweg. Also wenn ich auf die Jagd gehe, muss ich mindestens auf 20 Meter zurückkommen mit einem Compound-Bogen, dass ich da wirklich einen gezielten Blattschuss oder was ansetze, weil sonst ist das Tier weg. Haben wir in Amerika gehabt, jemand hat einen Weißwittelhirsch angeschossen mit der Armbrust, der war weg, den haben wir nicht gefunden. Leider irgendwo verendet. Das ist ja traurig. Und das Risiko, die Energie zu verschwenden, das ich niemals eingehe. Also das darf ich nie machen. Und maximal mit einer Armbrust. Ich habe einen Invader daheim mit 185 Lips. Also mit der kann man wirklich professionell auf die Jagd gehen. Aber würde ich da bei den 7 Tagen auch nicht machen, sondern würde mich da spezialisieren auf Beeren, auf Kräuter, auf Pilze vor allem, weil da wachsen sehr viele Pilze oben. Und wenn auf Fisch oder auf Edelkrebse in so eine Richtung, da gibt es ja auch was da oben, wo so in die Gewässer so unterwegs ist. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was mir ich persönlich mitnehmen würde. Also, wie gesagt, es ist mit 7 Ausrüstungsgegenständen sehr, sehr schwer eine Wahl zum Treffer und ihr müsst halt da genau einen Zeitpunkt haben, wann und wo das stattfindet, zu welcher Witterung. Aber ich habe jetzt einmal so eine Allround-Ausrüstung zusammengestellt. Das kann man im Survival-Bushcraft-Bereich eigentlich fast gar nicht, dass man alles dabei hat und dass man für alle Klimaregionen ausgerüstet ist. Das ist sehr individuell, das Ganze, das weiß ich aus der Praxiserfahrung heraus, dass wirklich sehr individuell ist. Also, ich fange jetzt einmal mit dem Ausrüstungsgegenstand an, mit 2 Stück hier, die für mich essentiell wichtig sind. Also die, wo ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, wenn das Ganze in Schweden im Spätherbst stattfinden würde. Da ist natürlich auch, jede Person hat andere Erfahrungen, jede Person hat andere Schwerpunkte gesetzt, aber ich kann jetzt rein von mir persönlich sprechen. Und ihr wisst so ungefähr meine Touren, was ich so mache und so, und von dem her habe ich das gewählt. Also, für mich ist extrem wichtig ein sehr guter Schlafsack. In dem Fall hätte er mich für den Grizzlyback aus mit Schafwollanteil den Survival entschieden. Das ist jetzt der Schlafsack, steht auch hier drauf. Der geht jetzt im Limit bis minus 1 Grad, Komfort an 4 Grad und Extrembereich an minus 17. Das ist jetzt nicht so, dass man bei minus 17 Grad drin schlafen kann, kann man, aber es ist gerade an der Grenze, dass man nicht erfriert, dass die wichtigsten Funktionen vom Körper erhalten bleiben. Also ich gehe davon aus, dass da oben nicht stark im Minusbereich geht um die Jahreszeit. Kann es auch, glaube ich jetzt nicht, deswegen müsst ihr es genau wissen, wann es ist und von dem her wäre mit diesem Schlafsack hier sehr gut bestückt. Das hat 2 ganz, ganz entscheidende Punkte, dieser Schlafsack. Ich habe sehr viele Schlafsäcke daheim. Ich kann mir einen reinen Winterschlafsack mitnehmen und manche Personen werden sie überhaupt gar nicht mitnehmen. Was jetzt ich persönlich dann nicht ganz nachvollziehen kann, weil dieser Schlafsack ist mir heilig. Das ist nämlich immer mein Plan B. Man sollte im Survival-Bereich immer einen Plan B haben. Sprich, ich liege jetzt ohne Schlafsack irgendwo draußen, so, es regnet 7 Tage. Ich werde irgendwann komplett nass.
Somit habe ich immer noch diese Möglichkeit, mich komplett auszuziehen, eventuell versuchen, meine Kleidung irgendwo an einem Feuer zu trocknen und kann mich in diesen Schlafsack zurückziehen und regenerieren. Aufwärmen, sehr, sehr wichtig für mich persönlich. Wenn jemand dabei ist, was ich nicht weiß, der keinen Schlafsack dabei hat, dann weiß er ganz genau, was er tut, denke ich mal, oder er weiß eben nicht genau, was er tut. Also, das ist einmal sehr, sehr wichtig für mich, dass ich einen wirklichen Schlafsack dabei habe, einen guten Schlafsack, der wo sehr gut mit nasse Witterungen klarkommt. 7 Tage Outdoor ist kein Zuckerschlecken, definitiv nicht. Und wenn man jetzt draußen schläft, 7 Tage, wer das schon mal gemacht hat, ich war letztes Jahr 10 Tage auf einer Bretschentrail unterwegs, nur Outdoor, da wird der Schlafsack irgendwann klamm und dann ist es nicht mehr lustig. Dann wird es echt Zeit, dass man irgendwo trocknen kann. Und da ist der Schlafsack sehr gut, der steckt sehr gut Nässe weg. Da sind da diese Synthetik-Schlafsäcke viel besser wie diese Daunenschlafsäcke, finde ich, weil die ewig lang brauchen zum Trocknen. Und der Synthetik-Schlafsack, wenn er mit Sonne kurz rausgeht, ein kurzes Zeitfenster, raus mit dem Ganzen und der trocknet sehr, sehr schnell. Das ist sehr, sehr wichtig. Das nächste ist bei diesem Schlafsack, warum ich für den entschieden hätte, oder halt auch für einen Tropen, weil er einfach, da gibt es auch von Miltec einen Survival-Schlafsack, den 5er glaube ich und den 7er, die haben dieses Mückennetz um. Das, was ich bei Carinthia schlecht finde und bei Miltec, ist dieses Mückennetz, hat kein Gestänge nicht. Wenn ich schlafe, liegt das Mückennetz auf meiner Haut. Und dann kann alles durchstechen. Das ist hier nicht der Fall, der hat ein Gestänge, das kann man aufbauen, man kann sich auch drehen damit, das ist sehr flexibel und somit ist man wirklich sehr gut geschützt gegen das ganze Ungeziefer. Was mir verdammt wichtig ist, bei mir ist so, dass Insekten in Umkreis von 10 Kilometern mich schmecken und sofort zu mir kommen. Also ich bin ein absoluter Leckerschmecker für die. Also das ist brutal bei mir, mir beißen tausende Viecher jedes Jahr. Und das ist wirklich nicht lustig, macht keinen Spaß und von dem her möchte ich da sehr gut geschützt sein, gerade im Schlafbereich, weil der Schlafbereich im Survival-Bereich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man erholt aufsteht, einigermaßen erholt und dass man Kräfte sammeln kann, dass man Wärme sammeln kann und dann geht es wieder weiter. Ist sehr wichtig. Ich würde mich natürlich sehr gern, wenn ich 10 Ausrüstungsgegenstände hätte, für Mückenschelter entscheiden, hätte ich eins von Nordisk, das Troms daheim. Da würde ich mich sehr gern zurückziehen in der Nacht, weil da habe ich dann wirklich Platz und kann mich einlegen, auch wenn es warm ist, und kann mich da nackt einlegen und habe meine Ruhe vor den Ungeziefer, weil es gibt fast nichts Schlimmeres, würde draußen schlafen und dann geht es rund in der Nacht, habe ich schon öfter gehabt, habe dann teilweise 30, 40 Stiche auf den Kopf gehabt, macht echt keinen Spaß und vor allem bei mir dauert es ewig lang, dass dieses Histamin abgebaut wird von diesem Betäubungsmittel quasi, wo es die Eier spritzend. Und das entzündet sie bei mir, man sieht es an meine Zeckenbisse auch, das entzündet sie bei mir, es dauert teilweise über ein Jahr, dass das wieder abheilt, auch mit Zinksalben, alles mögliche schon probiert, Cortison, es muss rausgeschnitten werden bei mir teilweise und von dem her darf er mich da extrem schützen. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand, ein Schlafsack. Ja, dann haben wir schon einen Ausrüstungsgegenstand, die legt man hier her, dass man das dann auch sieht, was ich so dabei habe. Okay, das nächste wird für mich sehr wichtig, Plane, Tab, Wascher, Mehrzweckplane, irgend sowas. In dem Fall hätte ich persönlich für das Aqua Quest entschieden, das Defender, und zwar im Maß von 3 auf 3 Meter. Da müsste ich mich natürlich noch ein bisschen genauer informieren und testen, ob ich nicht ein 4 Meter mitnehme oder 5 auf 5 Meter, um mir was einen vernünftigen Unterschlupf zum Bau. Finde ich persönlich auch sehr wichtig, weil es ist erst so, wenn jetzt ich da in Schweden ausgesetzt werde und es geht jetzt los, okay, dann regnet es vielleicht und dann muss ich mir erst was bauen. Dann bin ich schon mal komplett nass. Das fängt schon mal richtig beschissen an und das ist einfach dann eine Kopfsache, das Ganze, der mentale Sache, dass das auch ein bisschen in Anführungsstriche Spaß macht und nicht gleich einen richtig beschissenen Start habe, weil wenn das der Fall wäre, kann ich mir zumindest unter diese Plane einsetzen, spannen wir es schnell und kann mich da regenerieren, ein bisschen sammeln quasi und ein bisschen nachdenken, wo es jetzt Sache ist, wie ich jetzt vorgehe. Und wenn ich im strömenden Ring ausgesetzt werde, dann habe ich ein Riesenproblem. Schlimmer ist noch Schneesturm und so, mit dem Windchill-Effekt und so, ist man da sehr gut geschützt mit sowas. Und das war mir sehr wichtig. Ich habe mir jetzt eine Art Unterschlupf-Tipi bau, wo ich in dieser Hütte oder in diesem Unterschlupf auch Feuer machen kann drin, dass das richtig warm wird drin und dass ich mich da zurückziehen kann und das Ganze auch verschließen kann, dass ich mich mental stärker fühle durch das Ganze, wenn ich geschützt, einigermaßen geschützt schlafen kann. Wer schon mal im Ausland war,
weißt du, ich war mal in Amerika ganz allein unterwegs, auch mit Schusswaffen dabei und so. Das nimmt dir ein bisschen Angst, ganz klar, aber es ist sehr komisch, wenn du irgendwelche Wälder bist, die du überhaupt nicht kennst. Du weißt, dass ein Bären, Pumas, auch in Norwegen und so wieder war, ganz weit ab vom Schuss, ganz allein. Dann geht nämlich das Kopfkino los. Das sind wieder unsere theoretischen Vollprofis, die haben das natürlich alles gelesen und dann weit in die nächste. Die können damit perfekt umgehen. Ich kann es aus der Praxis sagen, dass sehr belastend sein kann, das Ganze. Ich bin zu 99,8% nur allein unterwegs, mein ganzes Leben schon. Und auch hier in Deutschland habe ich öfter mal Angst in den Wäldern, weil es einfach irgendwie nicht passt, weil meine geistige Stimmung nicht so richtig ist, weil der Platz eine schlechte Schwingung hat, keine Ahnung, oder du liegst auf einer Wasserader oder sonst irgendwas. Du hörst Tiere, wo du noch nie gehört hast und bist vielleicht irgendwo, hörst Wildschweine und so. Und das ist schon sehr beängstigend, das Ganze, obwohl es nichts machend, aber es ist mit Sicherheit sehr beängstigen, wenn man jetzt irgendwo schlaft und man sagt, hier ein Bären rumschleichen. Also dann ist mit Sicherheit bei den meisten schon vorbei. Ich habe das erlebt letztes Jahr. Wir waren ganz auf einer Appalachian Trail, es hat Schneeregen gehabt. Wir haben aber ein Zelt dabei gehabt, haben uns da reingelegt. Wir haben einen Schroffhund dabei gehabt, wir haben ein Jagdgewehr dabei gehabt und einen Revolver. Und in der Früh komme ich auf, mein Kumpel schläft noch und sehe irgendeinen riesengroßen Schatten neben dem Zelt rumschleichen. Das hat man nicht gehört, also die Bären sind sehr, sehr leise. Durch die Tatzen und so hört man die nicht. Und ich habe dann echt überlegt, was ist das jetzt? Hab da aufgemacht, wir sind ganz allein, ganz weit weg gewesen, habe aufgemacht und dann geht der Schwarzbär vorbei. Aber ich habe jetzt nicht sofort der Schrotflinten gelangt, das war einfach irgendwie so, oh scheiße, ein Bär, was macht der jetzt? Der geht jetzt da an mir vorbei und geht dahinter. Dann war es Gott sei Dank erledigt, er ist dann weiter marschiert, aber es war eine Schrecksekunde, definitiv, mit der, wo ich nicht so umgehen kann, weil ich dieses Szenario nicht so oft erlebe. Wenn ich natürlich in Amerika wohne und habe das ständig, dass ich mir einen Puma sehe und sonst irgendwas, dann kannst du anders damit umgehen. Oder in Rumänien oder so, mit so vielen Bären oder in Schweden gibt es ja sehr viele Braunbären. Und wie gesagt, wenn so einer ins Lager kommt, weil Essen schmeckt, das ist auch ein Riesenfehler, wenn manche da Essen direkt im Schlafplatz kochen, sollte man ja immer in so einem, da gibt es ja so ein Bermuda-Dreieck, da hat man seinen Schlafplatz, da hat man seine Küche weiter weg, 150, 200 Meter, und man hat da drüben was anderes zum Auswaschen, da zeigt man sich dann um und alles und geht dann ins Bett. So was lernt man zum Beispiel in Alaska mit Grizzlybären, weil die sehr aggressiv sind, in Anführungsstriche. Und ja, jetzt bin ich ein wenig abgeschweift vom Thema, aber wie gesagt, ich möchte mir was Verschlossenes bauen oder würde mir was Verschlossenes bauen, was ich auf Nacht zumachen kann und habe drin ein Feuer. Das war für mich persönlich wichtig. Ich darf mir es nicht einfach ein A-Frame-Spanner oder so und drunter legen, weil ich sehe da alle Richtungen raus, sondern ich habe mir wirklich was aus Holz bauen, einen Laubhaufen, einen großen, der schwer zugänglich ist für einen Bären. Der kommt natürlich ein, wenn er einen mag, dann hast du eh ein Riesenproblem. Da hoffe ich in diesem Fall auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Fritz, statt eine Leute auf jeden Fall mit einem Notfallsender aus und mit einem Bärenspray. Übt das Ganze auch in der Praxis draußen ein paar Tage davor, dass man da die Anwendung wirklich voll drauf hat und dass man das intuitiv sofort hernehmen kann. Das ist sehr wichtig, weil sonst kann es lebensbedrohlich werden. Es passieren immer wieder Bärenunfälle, gerade beim Campen in Rumänien oder in Schweden, sind sehr gering, aber sie passieren. Okay, für mich ist das schon mal ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil hier, das Ganze, dass ich da mich zurückziehen kann und kann ordentlich schlafen, geschützt schlafen vor dem Ungeziefer, gerade Schweden. Wer schon mal in so einem nordischen Land war, weiß, dass da Mücken brutal sind. Also ich bin oben gegessen habe in Norwegen, dann waren meine Beine und Arme und alles, da waren nur Mücken. Das waren nur Mücken. Weiter oben, so ab 1800, 1900 Meter waren da keine mehr. Aber drunten, das war irre. Du hast kaum einen Mund aufmachen können, weil alle in den Mund eingeflogen sind. Ich habe da auch spezielle Jacken dabei gehabt, wo ich zumachen kann und so, und habe dann immer mein Zelt drin gekocht, also das mit dem Gaskocher. Wo es mir natürlich auch wieder Angst gemacht hat, weil ich im Zelt koche und ich weiß, es sind Bären da. Ich habe eine Bärenscheiße gefunden, da habe ich geschlafen an die Schlafplätze, an einem Bach und so, und da ist dann schon ein bisschen spooky das Ganze. Okay, weiter dann. Jetzt noch ganz kurz Thema, das ist mir eingefallen, was wahrscheinlich den meisten Leuten sehr belasten wird, ist die Einsamkeit, wenn man wirklich weg ist vom Schuss. Das kann ich sehr gut nachvollziehen quasi. Beziehungsweise kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich weiß, dass die meisten Menschen mit einer Einsamkeit und einer Ruhe, die wir hier in Deutschland nicht mehr kennen, definitiv nicht mehr, weil bei uns gibt es keine richtige Wildnis fast nicht mehr und Wälder und überall sind Leid und Lautes.
und man hat sich daran gewohnt seit Geburt. Wenn man dann auf einmal einen Schalter umlegt und es ist ruhig, man hört kein Flugzeug, gar nichts mehr, dann wird das für manche Leute sehr belastend. Da zähle ich definitiv nicht dazu, nicht weil ich cool bin, weil ich der Backpacker Wilderness bin, sondern es zählt dazu, weil ich introvertiert bin. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und von dem her kann ich mit Einsamkeit sehr, sehr gut umgehen und genieße das Ganze und suche auch das Einsamkeit. Ich suche das draußen. Das ist für mich sehr wichtig, deswegen gehe ich mit irgendwelchen Menschen auf Tour. Extrem selten. Ich habe schon meine Familie im Background, das ist mir verdammt wichtig. Das ist ein Teil von meinem Leben und das war es dann auch schon. Da gibt es ganz wenig Freunde oder Leute und meine besten Freunde treffe ich im Jahr zweimal, weil ich einfach so gepolt bin, dass ich allein bin. Auch hier kann ich feststellen, wenn ich öfter mal allein unterwegs bin, eine Woche oder so, dass mir das dann auch ein bisschen belastet, das Ganze, aber das ist einfach mehr so eine Art Kummer, den wo ich noch meine Kinder, noch meine Frau habe, weil ich bin sehr introvertiert, aber ich bin sehr spezifisch, sehr speziell verwurzelt mit meiner Familie. Und die geht mir dann schon ab. Alles andere geht mir auf keinen Fall ab. Und denke persönlich, habe ich da kein Problem. Aber das haben sehr, sehr viele Menschen. Es gibt sehr wenige, die immer allein unterwegs sind. Also ich kenne sehr, sehr wenige. Die meisten sind immer zu zweit, zu dritt unterwegs, was auch nicht schlecht ist. Es ist jeden Seins auch, wer das macht. Es gibt extrovertiert, introvertiert und da gibt es ein Mittelding auch noch und so weiter und so fort. Das ist jetzt noch ein Thema, was mir auch noch ganz kurz eingefallen ist. Und jetzt gehen wir zum dritten Ausrüstungsgegenstand, wo ich persönlich extrem wichtig finde, ist ein Messer. Das ist natürlich ja verdammt schwierig, ein richtiges Messer zu finden, weil es gibt ja 1000 verschiedene Messer. Es gibt so kleine Messer mit Feuerstahl. Es gibt richtige Jagdmesser. Hier mein Puma Whitehunter 6399. Das ist meine neueste Errungenschaft. Das ist von 1966. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Messer. Und persönlich darf ich für Messer entscheiden, wo sie lang dabei habe. Das ist jetzt nicht hier dieses hier. Ich habe jetzt momentan schon ein bisschen, ein paar Wochen jetzt oder ein paar Monate im Test, dieses Schnitzelmesser, was sehr, sehr gut ist, hat aber ein paar kleine Nachteile, wo ich schon festgestellt habe, durch die kurze Klingenlänge und so. Und aber da komme ich da irgendwann spezifisch schon mal drauf zurück. Ich persönlich darf mir jetzt hier für mein altbewährtes Messer, wo ich wirklich viele, viele Jahre unterwegs war, ich spreche jetzt glaube ich von 5 Jahren oder so, war ich mit diesem Messer unterwegs, so schaut es auch aus. Und das ist mein Jagdmesser. Ich weiß mit diesem Messer umzugehen. Das ist verdammt wichtig, ich darf mir nie ein Messer mitnehmen, wo ich jetzt nicht die Handhabung richtig geprobt habe. Also das ist sehr wichtig. Bei diesem Messer weiß ich, wie das funktioniert, wie es die Schnittigkeit ist, wie der Schwerpunkt ist, die Haptik ist. Das weiß ich bei dem Messer. Und da kann ich mich darauf verlassen, dass ich mit diesem Messer wirklich effektiv arbeiten kann. Im Normalfall, im Ernstfall, je nachdem. Ist ein Garant für mich, ein Messer braucht man raus und das ist so multifunktional zum Nutzen. Und von dem her darf ich mich für mein Jacket entscheiden, weil ich einfach die meiste Erfahrung damit habe. Und das, in Anführungsstrichen, das wenigste Verletzungsrisiko. Jeder, der sich ein neues Messer kauft, schneidet sich wahrscheinlich einmal mit dem neuen Messer, habe ich mit denen abgemacht, weil man einfach die Handhabung nicht so richtig drauf hat. Und das ist ein wichtiger Messer. Also ein Messer ist wichtig, ich darf mich für das entscheiden. Natürlich, wenn ich umso mehr in diesem Video über dieses Thema und Hintergrund, meinen Hinterkopf nachdenke, wäre natürlich jetzt irgendwo ein Haumesser, ein Gurka oder so natürlich auch sehr, sehr gut, weil dann kann ich diese Axt mehr sparen zum Beispiel, was jetzt der nächste Ausrüstungsgegenstand ist, weil man den nicht unbedingt braucht. In diesem Fall muss ich jetzt mal den Fritz nachfragen, ich weiß es nicht, Fritz, würde das als ein Ausrüstungsgegenstand sein? Ich denke, die Scheide wird auf keinen Fall dazu sein, man kann mit der auch ein bisschen was machen, aber es ist ein Feuerstahl drin. Da weiß ich nicht wirklich, ob das dann zwei Ausrüstungsgegenstände sind. Ich gehe jetzt einmal davon aus, ihr seid gemein und das sind zwei Ausrüstungsgegenstände. Von dem her habe ich schon wieder mit zwei verschissen quasi, wo aber sehr wichtig sind. Ich darf mir einen Feuerstahl mitnehmen, habe schon überlegt, mir einfach ein Einwegfeuer mitzunehmen. Aber Einwegfeuer ist die Gefahr, dass es bricht, dass irgendwas kaputt geht. Und das beim Feuerstahl, der ist sehr, sehr robust. Und ich bin sehr geübt im Feuerstahl, Feuer entzünden, auch wenn es nass ist. Von dem her darf er mich hier auf den Ausrüstungsgegenstand spezialisieren. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn es dann nur ein Ausrüstungsgegenstand ist, weil ich habe dann Name einen, das wo ein Set ist, wo ich nicht genau weiß, aber das wirst du mir dann schon sagen. Okay, in dem Fall, Messer auf jeden Fall, haben wir wieder zwei Ausrüstungsgegenstände weniger, haben wir schon einmal
4. Ihr seht, das ist brutal. Dann haben wir noch 5, 6, 7. Wir haben noch 3 Ausrüstungsgegenstände, wo ich sie mitnehmen kann. Und die zeige ich euch jetzt. Ja, 4 Ausrüstungsgegenstände sind weg. Jetzt habe ich auf dem Hinweg, als ich wieder hergegangen bin zu diesem schönen Platz, habe ich ein bisschen was gefunden. Mag ich mal kurz aussprechen. Wie verhält sich das, wenn ich zum Beispiel sowas finde, darf ich das dann nutzen. Weil man kann daraus was machen. Das ist ein alter emaillierter Topf. Da kann man sich sehr viel machen draus. Also man glaubt gar nicht, was man sich daraus machen kann. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich auch in Norwegen, in die tiefsten Naturschutzgebiete drin, auch Müll gefunden habe. Nicht so viel wie in Deutschland. In Deutschland ist ja Müll überall. Da liegen der Fernseher und Kühlschränke im Wald umeinander. Leider, weil es sicher nicht Idioten gibt, die das machen. Aber wie ist das, wenn ich da so was finde? Kann ich das dann verwerten oder ist das verboten? Da weiß ich die Spielregeln nicht, aber das wirst du mir dann auch mal sagen. Okay, ich habe jetzt gesagt, ich darf mir noch gern eine Axt mitnehmen. Da komme ich aber zum Schluss jetzt drauf zurück, noch ganz kurz, weil jetzt komme ich erst einmal zu diesen Ausrüstungsgegenständen, die für mich extrem wichtig sind. Das sind jetzt einmal diese 4 schon und hier ist Licht. Licht ist für mich sehr wichtig, am Tag kein Problem, im Mittsommer auch kein Problem. Ich war da oben schon in dieser Gegend, also in Schweden, aber so, da ist dann die ganze Nacht hell, vielleicht ein bisschen so Zwielicht, dunkel, düster, keine Ahnung, ist eine ganz komische Stimmung, kann man nicht beschreiben. Wer es erlebt hat, weiß. Da brauche ich das nicht. Aber jetzt im Herbst ist da oben dann auch schon dunkel, ist das Problem. Ich mag auf Nacht im Notfall was sehen. Ich mag im Licht arbeiten können, mit einer selbstgebauten Fackel rumlaufen, die vielleicht nicht gescheit funktioniert. Man kann sich da auch sehr gut behelfen im Survival-Bereich, dass man sich Harzfackeln baut oder sonst irgendwas. Und trotzdem darf ich für ein Licht entscheiden. Da bist du verschiedene Lichter dabei von LED Lenser, wo ich jetzt auch schon Zeit nutze. Davor habe ich Petzl und Olight nutzt. Und da ist jetzt auch die große Frage, es gibt hier so Campinglichter, die finde ich genial, also die haben wirklich mega praktisch, sehr sehr gutes Licht, aber ist jetzt nicht zum Anvisieren, zum Punktieren, zum Beleuchten von bestimmten Gegenden oder Ausleuchten von bestimmten Gegenständen nicht sehr gut geeignet, das ist so ein wenig so ein Streulicht allgemein. Fürs Lager übrigens sehr, sehr perfekt, also macht unheimlich was her, ist ein warmes Licht, macht richtig was her. So, jetzt ist es so, Taschenlampe ist natürlich auch hier von LED Lenser, die P7R Signature, finde ich auch sehr, sehr gut. Hat 2000 Lumen, glaube ich, ist in meinen Augen eine hervorragende Taschenlampe und ich persönlich würde sie nicht mitnehmen, weil ich einfach nicht so viel Licht brauche. Es ist einfach, ich brauche es nicht. Wenn ich jetzt auf die Jagd, auf Nachtsuche gehe oder sonst was, dann brauche ich wieder Rotlichtfilter und bla bla bla. Und Punktlicht, dass ich was ausleuchten kann, brauche ich in dem Fall nicht. Ich würde mir jetzt hier für diese Kopflampe entscheiden, weil eine Kopflampe, die kann ich auch abnehmen hier von LED Lenser. Also die kann man auch hier im Clip irgendwo dranhängen oder sonst irgendwas machen damit. Das ist wirklich sehr ausgereift, das Ganze hier. Muss ich es nicht eingreifen. Genau. Und man kann es auf den Kopf, die stört mich nicht, hat 400 Lumen, absolut ausreichend, dass ich auf noch kurz einmal was einschalte. Ich kann hier das ganze Licht bündeln auf einem bestimmten Punkt. Ich habe verschiedene Stärken, ich kann umschalten auf Rotlicht, dass ich Energie spare. Die hat auch so einen Moonlight-Modus, dass ich wirklich Energie spare und 7 Tage hier Licht habe. Also das ist wichtig, das ist bei einer Taschenlampe auch nicht der Fall. Weil da ist auch so, dass die Akkus sehr belastet sind, weil sie natürlich sehr viel Leistung haben, wo ich überhaupt nicht brauche. Das ist, wo ich immer nicht verstehe, dass manche Leute sich eine extreme Taschenlampe brauchen, dass da 5.000, 6.000, 7.000 Lumen haben beim Bushcraften nicht außen, braucht kein Mensch nicht. Also ich habe jahrelang mit meiner 40 Lumen Petzellampe gearbeitet oder 60 Lumen, was gehabt hat. Absolut mega ausreichend, das ist natürlich schon Luxus hier und da hält der Akku sehr lang. Das war mir auch sehr wichtig, weil man natürlich darauf angewiesen ist, dass man sich das Ganze jetzt wirklich einteilt. Das ist im Survival-Bereich sehr wichtig, dass man was portioniert, dass man es einteilt. Und das ist jetzt hier auch der Fall, von dem her darf man jetzt hier für diese Kopflampe entscheiden. Wie gesagt, man kann es abnehmen, man kriegt es dann wieder nicht mehr rauf. Haben wir letztes Mal schon ein paar Mal gespielt im Video. Wenn ich es daheim mache, in der Werkstatt, funktioniert es immer sofort. Und wenn ich draußen bin, kriege ich es immer nicht zusammen. Das war ganz komisch. Aber das macht nichts. Das wird jetzt schon hinkriegen. Jetzt habe ich es gekriegt. Und wie gesagt, ich darf mich hier für diese Kopflampe entscheiden, um im Notfall immer ein Licht dabei zu haben. Ja, jetzt sind wir bei einem Punkt, wo es im Survival-Bereich fast das Wichtigste ist, Wasser. Ich gehe davon aus, Schweden ist reichlich vorhanden,
auch in den nordischen Ländern allgemein sehr viel Wasser. Und wenn ich da drum bin, bringe ich das Wasser einfach nur so aus dem Bach raus. Und aus dieser Zivilisation daneben, ganz klar. Aber ansonsten habe ich da noch nie Probleme gehabt. Wir haben immer irgendwelche Quellen gesucht, an die Felsen, wo es rausläuft oder sonst was. Die ersten Tage habe ich immer fleißig gefiltert und irgendwann habe ich im Filter gar nicht mehr dabei gehabt, weil du das eigentlich auch nicht brauchst. Okay, bei Seen warte ich da ein bisschen wieder vorsichtiger, wie beim Fließgewässer, aber man weiß nie. Von dem her, Wasser wissen wir einfach von der Bedürfnispyramide, nennen wir es einmal so. Da gibt es ja sehr viele Grafiken dafür aus dem Survival-Bereich, wo diese Five Seas und sonst irgendwas aufzeichnet sind. Also Wasser ist extrem wichtig. Da muss ich jetzt sagen, würde man sehr, sehr gern, würde ich auf jeden Fall mal Titanflaschen mitnehmen. Und in diesem Titanflaschen-Set ist natürlich auch noch ein Becher drin, ein Deckel und ein kleiner Aufsatz zum Draufstellen, wo ich es nicht brauche. Da weiß ich auch nicht, Fritz, zeigt es dann als ein Ausrüstungsgegenstand, wäre sehr schön und sehr fair und nett. Falls das nicht der Fall ist, würde ich mich definitiv hier für meine Titanflaschen entscheiden, weil die einfach wirklich robust ist. Auch wenn es kalt ist, kann ich die hernehmen aus Wärmflaschen. Ich kann mit dem sehr gut abkochen, 1,1 Liter. Muss ich zwar am Tag mindestens 2-3 Mal abkochen, aber ich habe ja auch Zeit. Von dem her wäre mir das sehr wichtig und kann mir vielleicht irgendwie ein Rindengefäße bauen, wo ich dann ein bisschen Wasser umschütte und das über den Tag über aufbrauche, das Ganze anmineralisieren mit Steinen und so. Dass man da keinen Mangel kriegt. Bei 7 Tagen wird das nicht das Problem sein. Aber da sollte man sich auch ein bisschen auseinandersetzen. Und ich habe das schon sehr oft gemacht, das Ganze. Und da hat er mich auf jeden Fall für ein Gefäß entscheiden. Das muss es, diese Trinkflasche ist auch unbedingt aus Titan. Das kann Edelstahl auch sein, ist genauso gut. Da müsste ich schauen, vielleicht, dass ich mal ein größeres Gefäß mitnehmen darf, wo 3-4 Liter einpassen, dass ich da nicht den ganzen Tag abkochen muss. Aber ein Gefäß ist sehr, sehr wichtig und das muss jetzt nicht zum Kochen sein. Bei 7 Tagen ist es nicht so dramatisch. Wenn ich länger unterwegs bin, oder vielleicht würde ich es auch bei den 7 Tagen nutzen, weil wenn ich mal einen Fisch fange oder irgendwelche Krebse oder so, die ich dann kochen kann, kann ich diesen Sud, wo ich diese Fische und so koche, auch nachher nehmen. Also das ist auch sehr wichtig, die ganzen Eisen, Kupfer, Magnesium, was der Teufel, was da alles drin ist. Sehr wichtig, dass ich das dann, wenn ich es rauskoche, auch trinken kann. Im Survival-Bereich muss man ja ziemlich alles ja, verwerten, was man verwerten kann. Von dem her Wasser. Okay, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bleibt einer noch übrig und den schauen wir uns jetzt an. Ja, so ein Blech hier kann man sich wirklich was Schönes bauen. Man kann sich ein großes Messer bauen. Man muss vorsichtig sein, damit es nicht jetzt bricht. Das erwärmen, das Ganze. Und da hat man draußen auch noch ein Gefäß bauen. Vielleicht Speerspitzen zum Fischen, je nachdem, weil das ist natürlich auch eine sehr große Überlegung von mir gewesen, da ich ja Angler bin. Aber ein sehr schlechter Angler, muss ich zugeben, weil ich sehr wenig zum Angeln gehe. Früher in meiner Jugendzeit war ich sehr fein, habe einen Angelschein gemacht. Und ja, mittlerweile nicht. Aber ich habe auch eine Überlegung gehabt, dass ich mir ein Teleskopangel mitnehme, mit verschiedenen Spinner drauf oder halt mit Twister, Haken, je nachdem. Aber da ich Schweden in dieser Jahreszeit natürlich überwiegend nutzen würde von Pilzen, Pflanzen und ich bin ja fast Vegetarier, von dem her würde ich die Angel zu Hause lassen, weil man hat echt nicht viel Auswahl. Mit 7 Ausrüstungsgegenständen, Fritz, ist wirklich verdammt schwierig. Also das ist echt absichtlich so gemacht, dass es wirklich schwierig ist. Habt ihr euch gut überlegt oder habt ihr es euch überhaupt nicht überlegt? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würde ich halt unheimlich gern mir eine Axt mitnehmen oder halt ein kleines Handbeil. In dem Fall würde ich das Handbeil wahrscheinlich nicht wählen, sondern diese Axt, weil ich einfach damit besser arbeiten kann. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand, wo ich verdammt gern mitnehmen würde. Deswegen habe ich vorher gesagt, was ein Messer vielleicht nicht jetzt, wie ich habe, mein Jacket. Was der Gurka besser vielleicht, weil wenn man hier mit diesem Messer irgendwas abschlägt, einen größeren Ast, einen Arm dick zum Beispiel, dann muss man ganz schön arbeiten, das verbraucht ganz schön viel Kraft und Kalorien, was in dem Fall schlecht ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein kleiner Kritikpunkt zu nebenbei, für die, was interessiert vom Schnitzelmesser ist, dass ich festgestellt habe, wenn ich mit diesem hier was abschlage, einfach der Griff zu kurz ist. Und auch die, das ist, da liegt das Jacket besser wieder. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, wo mir aufgefallen ist. Aber man tut es ja nicht oft. Aber ist mir wieder aufgefallen. Genau. Okay, Axt in dem Fall.
muss es daheim lassen, so gern wir das Teil mitnehmen dort, sei es jetzt zum SV-Zweck, sei es zum Arbeiten, sei es sonst irgendwas. Mega geiles Werkzeug, aber ich habe was Wichtiges, wo mir jetzt auch noch nicht ganz sicher bin, ob es wichtiger ist, kommt auch wieder auf die Region drauf, aber ich es eben nicht weiß. Hier, Paracord. Paracord, verdammt wichtig. Man kann so viel machen damit. Ich habe hier ein Mikrocord dabei, aber ich darf mir höchstwahrscheinlich das 55er Paracord mitnehmen, weil ich es einfach aufmachen kann und habe 7 Stränge drin, ich glaube 7 sind es, und kann sehr viel machen damit. Also das ist wirklich sehr gut. Man kann es zum Beispiel jetzt hier probieren, Fischfallen zu bauen. Also jetzt glaube ich hier einen Haken raus, arbeiten ist möglich, ich habe es noch nie probiert, keine Ahnung, aber man kann wirklich Fischfallen bauen, irgendwas, keine Ahnung. Von dem her bin ich mir sehr unsicher, ob man eine Axt mitnehmen würde oder mehr auf den letzten Ausrüstungsgegenstand quasi auf ein Paracord gehen würde, weil Paracord einfach wirklich sehr multifunktional ist, das Ganze. Ich brauche es einfach zu mir einen Unterschlupfbau. Da muss ich jetzt sagen, mit einer Axt könnt ihr jetzt dicke Stämme abschlagen, könnt ihr jetzt zu einem Tippi zusammenstellen, aber im äußersten Notfall kann ich die auch irgendwie brechen oder mir eine Steinaxt bauen. Was auch wieder leichter gesagt ist, wird da Steinaxt zum Bau, aber man kann sich da schon irgendwie helfen, gerade wenn Felsen haben, kantige Felsen, da kann man sich schon irgendwie was bauen, dass man die dann bearbeiten kann. Und da brauche ich ein Paracord dazu, da bringt mir die ganze Axt nichts. Das ist eben auch so, wenn man natürlich in der Region in Schweden unterwegs ist, wo jetzt natürlich die Wälder, wo ich sage, okay, es sind viele Fichten drin und so, weiß ich nicht, ob es das da überhaupt so gibt. Und dass man sich dann die Wurzeln hier nimmt. Man braucht hier nur kurz einmal eine lange und dann geht es schon los da unten. Hier, dann hat man schon ein Seil. Seht ihr das? Rinnt runter und schon kann man sich auch was zusammenbinden. Das ist ein bisschen klar, aber man kann sich mit einer großen, mache in letzter Zeit sehr oft, teste hier rum, man kann sich da wunderbare Seile bauen damit, irgendwas zum Abbinden. Da bin ich mir nicht sicher, wenn es natürlich sich in die Wälder gibt wie bei uns mit sehr vielen Fichten und Tannen und so, wo ich diese Wurzeln verarbeiten kann, dann darf ich das Paracord hier lassen und darf mir meine Axt mitnehmen. Aber in dem Fall darf ich erst einfach sagen, okay, kommt Paracord mit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel, dass man sie mitnehmen darf. Wenn keine Vorgabe da ist, darf man hier so eine Rolle 100 Meter mitnehmen und damit kann ich einiges bauen. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen auf Kleintier spezialisieren. Würde jetzt nicht machen, aber man kann es machen. Ist natürlich nicht schlecht. Genau, das sind jetzt meine Ausrüstungsgegenstände. Schauen wir uns ganz kurz nach, dann noch ein paar Worte und dann sind wir schon durch. Ja, und da sind unsere 7 Ausrüstungsgegenstände. Außer der Rucksack zählt erst auch dazu. Das war natürlich schlecht, aber von dem gehe ich jetzt nicht aus. Da habe ich es zwar nicht verfolgt, aber das wäre dann schon ein bisschen, ja, dann brauche ich gleich gar nichts mehr mitnehmen, wenn ich gar nichts mitnehmen darf. Okay, das waren meine Ausrüstungsgegenstände für eine Woche Schweden. Da denke ich, du kannst ganz gut zurechtkommen damit. Ob ich es durchhalten darf, weiß ich nicht. Das ist immer, also mein erster Gedanke ist klar, halt es durch, 7 Tage, musst schaffen. Das ist immer die Grundeinstellung beim Survival. Da gibt es nicht Scheitern, da gibt es nur nach vorn kämpfen, durch, zack, bumm. Egal wie hart das wird. Aber es kann immer irgendwas auftreten, dass man Magenverstimmung kriegt oder sonst was und dann muss man abbrechen. Oder man bricht sie was oder man schneidet sie. Das sieht man ja auch bei der Sendung Alone sehr oft, sehr häufig, dass sie manche verletzen und abbrechen müssen. Ist aber dann auch keine Schande, sie haben es probiert. Das ist sehr, sehr cool, wenn das dann Leute ja, auch akzeptieren, dass man scheitert. Das gehört zum Leben dazu. Scheitern gehört einfach auch dazu. Man lernt daraus, vergesst es nicht. Und man braucht da kein Belächeln, weil es irgendwie dumm steht. Es ist ein Lerneffekt. Auch die ganzen Teilnehmer, Hut ab, die mitmachen. Ich weiß gar nicht, wer mitmacht, keine Ahnung. Ich werde mir die Videos jetzt einmal einziehen und dann mal schauen, wer überhaupt mitmacht. Weiß ich nicht. Aber es werden wahrscheinlich lauter Leute aus unserem Bereich. Und von dem her ist echt cool, dass sie die einmal beweisen können und einmal zeigen können, was kann er. Und er entwickelt sich dadurch weiter durch solche Projekte. Die finde ich eigentlich richtig cool. Also ich bin da schon so, dass ich mir das dann anschaue und diejenigen nicht belächelt oder irgendwie dumm darstelle, weil ich so cool bin und die kennen das nicht, weil man ist nie vor Ort und das ist dann ganz was anderes, wenn man selber in dieser Situation ist. Das Ganze müssen die natürlich filmerisch auch umsetzen, das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich auch was, aber ich denke, der Fritz will lauter YouTuber ausgesucht haben oder Leute mit Kameraerfahrung, weil anders geht es ja fast gar nicht, weil sonst würde ja das für denjenigen, der das schneiden muss, der Horror. Man sollte ein bisschen Ahnung haben davon. Okay. Wenn es einer nicht hat, es gibt Leute, die können
nicht filmen, haben da survival-technisch extrem viel drauf. Da wird es gut, wenn man einen Kameramann dabei hat, der das begleitet. Aber um das geht es ja in dem Fall nicht. Okay, was kann ich dir noch dazu sagen? Ja, es ist so, ich habe diese Überlegung getroffen, was der Atze, mein Freund Atze, angesprochen hat. Jetzt verstehen wir ja gut in Kontakt auch. Und er hat angesprochen, er glaube, er hat eine Flasche Whisky mitnehmen. Das haben wir die auch sehr überlegt, aber es geht einfach nicht von den Ausrüstungsgegenständen her. Also ich persönlich darf mir einen Sambuca mitnehmen, einen Liter. Aus dem Grund, weil ich dann einfach, A, bin ich ein Freund von Spirituosen, nicht abgeneigt davon und auch von Alkohol allgemein. Also ich bin kein Säufer nicht, aber ich mag gerne ein Feierabendbier und einen kleinen Schnapsaftnacht. Und da sehe ich schon den Sinn drin, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine Flasche Schnaps dabei, teile mir ein, kann ich am Tag 3 Stamperl trinken und dann auf Nacht, wenn ich das alles geschafft habe, weiß ich, ich habe ein Ziel vor Augen, war cool, heute am Lagerfeuer auf Nacht trinke ich schon 2-3 Stamperl Schnaps. Wo es einen natürlich, man darf das nicht unterschätzen, ich mag es nicht verschönen und verherrlichen, ich habe das schon mal angesprochen, es ist ein heikles Thema, ist Alkohol, wenn man allein ist, im Wald draußen, gerade für Anfänger, habe ich schon mal angesprochen und habe gesagt, ich persönlich habe es so gemacht, wenn ich Angst gehabt habe, früher im Wald allein, ich habe einfach 2 halbe getrunken und einen Stempel Schnaps so 2, das nimmt dir die Angst, das ist klar. Das ist einfach, Alkohol ist eine Droge, muss man so sagen, wie es ist. Und das nimmt dir die Angst. Und gerade auch in Schweden mit den Bären und alles, was da ist, das macht dich auch ein bisschen lockerer. Also bei mir ist es so, aber wie gesagt, versteht es nicht falsch, ich mag das nicht verherrlichen, dass man jetzt rausgeht und sauft. Aber ich habe das damals im angesprochen, sehr vorsichtig. Und habe sehr gutes Feedback gekriegt, also die Zuschauer haben das richtig aufgefasst, wie ich das mache. Also da ist auch die Überlegung bei mir, eine Flasche Schnaps mitzunehmen, wo es jetzt leider nicht geht. Am liebsten hätte man einen Kasten Bier mitnehmen und jeden Tag dann 2-3 halbe trinken, aber das geht halt auch nicht. Und von dem her habe ich mich für das entschieden und hoffe, das Ganze war jetzt ein bisschen auch interessant für euch. Für mich ist ein Thema, das interessiert mich brutal. Ich habe jetzt dieses Video gedreht, ich habe mich nicht einmal verredet und gar nichts, weil mich das sehr interessiert, das Thema. Das ist für mich ein Thema, das wo ich lebe. Also das ist einfach ein Teil von mir. Und deswegen könnte ich da jetzt ein Video machen, was 25 Stunden dauert, das wäre kein Problem. Und es gab dann auch viele, viele andere Punkte zum Ansprechen. Und vielleicht werde ich in Zukunft einmal ein Video darüber machen, wo sie da für Erfahrungen gesammelt habe, oder beziehungsweise die Teilnehmer für Erfahrungen gesammelt habe und was ich vielleicht anders machen würde und so, nicht Besserwisserei, sondern einfach das ganze Thema besprechen, eine Nachbesprechung quasi und gemeinsam daraus lernen. Das ist wichtig im Survival-Bereich, da muss man sich nicht beweisen, auch beweisen, aber man muss sich jetzt nicht irgendwie profilieren quasi, dass ich richtig Mann bin und ich schaffe das quasi und ich bin besser wie andere, sondern Survival sollte eigentlich so ein Thema sein, wo man miteinander was lernt, wenn einmal ein Notfall eintritt, dass man sich da besser zurechtfindet und sich besser helfen kann, das Ganze. Okay, an der Stelle sage ich jetzt nochmal einen schönen Gruß zum Fritz. Wie gesagt, Hut ab von diesem Projekt, echt geil. Ich will es ein bisschen mitverfolgen. Ihr wisst, ich schaue auch sehr wenig YouTube, ich bin mehr im Wald draußen. Und wir es aber mitverfolgen und wünsche euch viel Spaß bei dem Ganzen. Und vielleicht sieht man es ja mal wieder auch an Thomas, unseren Fremdenlegionär. Kannst du ja mal melden, vielleicht machen wir eine Tour 30 Tage nackt im Wald. Nein, schon mal. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber vielleicht machen wir was miteinander. Und okay, das ist der Song. Der Weitler sagt das, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch.